herzlich willkommen. Heute gibt es wieder was zum Keimen. Ja, wir haben hier ein paar kleine Pflänzchen, die zeige ich euch gleich noch genauer. Und zwar geht es hier um Kürbis, in dem Fall Hokkaido. Wir haben im Herbst uns ja Früchte genommen, haben dort die Kerne herausgenommen, haben sie gewaschen, getrocknet. Wie wir das gemacht haben, das könnt ihr oben in der Infobox sehen oder in der Beschreibung unten, das zeige ich euch. So, wir haben die Kerne jetzt 24 Stunden eingeweicht und dann pflanzen wir die Kerne ein. Und wie wir das machen, das zeigen wir euch jetzt mal. Hier in der Box haben wir jetzt die Samen aufbewahrt. Kokos ist gleich wieder dran. Und nachdem die Samen damals trocken waren, haben wir den Behälter also verschlossen. Und hier haben wir jetzt die Samen, die wir halt vorgequollen haben. Und dass die oben schwimmen, das ist ganz normal, denn in den Samenhüllen befindet sich auch etwas Luft, von daher schwimmen die auch oben auf. Und so sehen dann die Pflänzchen aus. Nach circa 4 Tagen. Die sind heute Morgen aufgegangen, da waren sie noch gelb. Jetzt haben wir mittlerweile Mittag und sie werden fangen jetzt an grün zu werden. Das geht also relativ schnell. Also ich war sehr überrascht heute Morgen, als sie aus dem Boden geschossen kamen. Das habe ich natürlich nicht gesehen, aber gestern Abend war noch nichts zu sehen und heute Morgen standen sie so schon da. Das ging dann also doch relativ schnell. Zur Aussaat selber jetzt. Wir haben hier das Behältnis, da sind ja Löcher unten drin und dort füllen wir jetzt Kokoserde ein, ja, wie immer, hat sich halt bewährt bei uns, also bei uns keimt alles in Kokoserde. Das ist also einfach nur genial. Den Topf machen wir jetzt nicht zu voll, da wir ja sehen jetzt nebenan die kleinen Keimlinge, die sind innerhalb der Nacht also wirklich geschossen. Und von daher brauchen die also auch ein bisschen Platz, damit die nicht direkt unter den Deckel hinterstoßen, denn wir werden das Ganze abdecken. Wir legen uns jetzt 3 Samen hier rein, dann haben wir später eine Auswahl und suchen uns das kräftige Pflänzchen heraus, das wir dann wachsen lassen. Die Erde ist hier noch locker, die ist also noch nicht angedrückt. Jetzt bedecken wir das Ganze leicht, so etwa 2 cm, damit die Samen gut bedeckt sind. Und jetzt drücken wir das Ganze vorsichtig an. Naja, was heißt vorsichtig? Also hier kann man ruhig etwas doller drücken, denn die Samen sind doch nicht so empfindlich. Ja, das Ganze werden wir jetzt nass machen nochmal und abdecken. Dazu ist dieses Mini-Gewächshaus natürlich bombastisch geeignet. Ja, und so lassen wir das Ganze jetzt erstmal stehen. Ja, wir sehen, gar nicht so schwer. Ich habe den Test jetzt gemacht aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar wollte ich wissen, ob wir die Samen denn wirklich zum Keimen bringen können, die wir selber geerntet haben. Und ja, wie schnell das Ganze halt vonstatten geht. Wir hatten sie jetzt auf Heizung stehen oder war es natürlich relativ warm. Natürlich war es runtergestellt, nicht direkt auf der Heizung, ganz klar. Weil. Und ja, die sind recht schnell gekeimt. Das hat mich gewundert und auch sehr erfreut. Ja, so könnten wir dann auch unsere eigenen Kürbisse ziehen. Wobei da jetzt gesagt sein soll, das waren jetzt gekaufte. Und da kann man von ausgehen, dass die auf Feldern angebaut werden. Also das heißt, dass dann dort keine fremden Sorten eingezüchtet werden. Kann natürlich auch sein, dass es eine Hybridsorte ist, das wissen wir nicht. Das heißt, in dem Falle könnte Mutter-Vater-Generation sich aufspalten, was aber auch nicht ganz so tragisch ist, denn bei diesen Sorten wurden die besten Eigenschaften in eine Pflanze gebracht. Das heißt also, dass dort auf jeden Fall gute Eigenschaften von Mutter- und Vaterpflanze vorhanden sind. Auch wenn die sich jetzt aufspalten, ist das nicht so schlimm. Und ja, ansonsten, wenn man sich solche Pflanzen jetzt selber im Garten heranzieht, dann sollte man darauf achten, dass keine Fremdbestäubung da sein kann, also keine Zierkürbisse sich einkreuzen. Und das kann man eigentlich ganz einfach machen, indem man die Blüten selber bestäubt und die Blüten dann ja, in ein Netz einpackt oder dergleichen, damit also keine andere Fremdbestäubung stattfinden kann. Das ist also relativ einfach. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Ich zeige euch gleich noch ein paar kleine Updates. Wir werden jetzt natürlich, sagen wir es mal so, man kann jetzt um die Jahreszeit, sollte man sich die Kürbisse noch nicht heranziehen, sondern wenn wir die Mitte Mai auspflanzen nach den Eisheiligen, kann man rechnen 4 bis 6 Wochen vorher. Dann kann man mit der Aussaat drin anfangen, dass man die Pflanzen sich also vorziehen kann, dass man schon etwas größere Pflanzen hat. Dann entwickeln die sich im Laufe des Jahres auch wesentlich schneller. Und wir haben jetzt hier 3 Samen eingesetzt, das heißt also in diesem Töpfchen ist natürlich wesentlich besser als in so einem Behältnis. Das war jetzt also wirklich hier nur zur Demonstration. In einem solchen Behälter kann man sich von den 3 Pflanzen dann eine behalten, die anderen beiden nimmt man raus und kann sich so ein kräftiges Pflänzchen dann ranziehen und kann das später dann mit dem Erdballen im Garten oder in einen großen Topf einpflanzen. Wir hatten letztes Jahr auch einen Kürbis im Topf, beziehungsweise einen großen Kübel. Und der hat sich auch ganz gut gemacht, war allerdings nur eine Frucht dran. Mal gucken, wie es dieses Jahr funktioniert. Auf jeden Fall ist es eine interessante Sache, auch zu sehen, wie die Sachen anfangen zu keimen. Ja, Abel. Oh, so. Ja,
Jetzt gibt es dann noch ein paar kleine Updates und ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, ham, ham. Kleine Bestechung. Oh, ja, du willst auch was? Nein, 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 du kriegst nichts. Nein, 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 nein. So, jetzt gibt's ein paar Updates. Ciao, ciao. Ja, ja, du kriegst ja noch. Das mit den Updates habe ich mir anders überlegt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie sehen denn die Wurzeln jetzt von den kleinen Pflänzchen aus? Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen die jetzt nackig. Jetzt werden wir sie erstmal auspacken. Ich finde es immer sehr interessant, wie die Wurzeln sich entwickeln bei solchen Pflanzen oder allgemein bei Pflanzen. Und da das jetzt eine Testpflanzung war, ist das nur auch vollkommen schnuppe, was weiter mit den Pflanzen passiert. Von daher werden wir sie jetzt einfach mal herausnehmen und uns anschauen, wie die Wurzeln sich entwickeln. Das sieht sehr interessant aus. Sie wachsen sehr schnell, sehr rasant. Wenn man überlegt, die sind heute Morgen aus dem Boden gekommen. Also doch schon Wahnsinn. So, dann vorsichtig die Erde mal ein bisschen abschütteln, soweit es überhaupt machbar ist. Also die sind wirklich kräftig bewurzelt. Ich glaube, den Rest, den spülen wir jetzt erstmal frei. Da sieht man die alten Samenschalen. Ja, die spülen wir jetzt erstmal frei. So sehen die Sämlinge jetzt aus. Ich habe gerade freigespült mit Wasser, lauwarmem Wasser. Hier hat sich der Kern noch mit nach oben geschoben. Hier hängt er noch unten dran, so wie es in der Regel ist. Hier bei den beiden hat man die Samenkapseln ja schon abgezogen. Und man sieht auch, eine Pfahlwurzel kann man leicht erkennen. Vielleicht jetzt im Bild nicht so gut, aber ich sehe das sehr gut. Das ist eine Pfahlwurzel mit unzähligen Seitentrieben. Das heißt also, der Kübis wird ein enormes Geflecht an Wurzeln auch oberirdisch machen, also beziehungsweise an der ersten Erdoberschicht, Erdschicht. Also wird sich sehr weit ausbreiten später, dass die Wurzeln also wirklich dann in alle Richtungen richtig kräftig wachsen. Hier ist ganz noch mal etwas näher und hier sieht man wirklich schön diese etwas dickere Wurzel, die in die Senkrechte nach unten geht. So, mal gucken, was wir jetzt scharf drauf kriegen. Hier sieht man noch einmal die Samenschale. Man kann also deutlich erkennen, dass die Pflanze selber die Samenschale festhält und das Pflänzchen oben herausdrückt und die Pflanze nach oben herauswachsen kann. Wie wir gesehen haben, klappt nicht immer, aber bei den meisten klappt es dann doch. Ich versuche das jetzt mal abzuziehen. Ja, das geht wunderbar. Und hier sieht man jetzt ja, im Prinzip die Samenhülle, die innere, wo sich dann das Pflänzchen herausgedrückt hat. Und man sieht, also es ist verbunden. Und von daher bleibt in der Regel die Samenschale dann in der Erde drinnen. Hier bei einer anderen Pflanze. So, hier kann man die Hülle noch erkennen, in der die Pflanze mal drin gesteckt hat. Also ein Teil, das ist also wirklich sehr interessant. Ein Teil hier, ich habe es ein bisschen nah, jetzt gucken, ob ich das hinkriege. Hier sieht man die Wurzel, die hier rauskommt von der Pflanze. Und hier, dieser Teil, dort war im Prinzip dann die Schale dran, beziehungsweise ja, die ganze Pflanze drin. Ich finde solche Einblicke ja, in die Pflanzenwelt immer sehr interessant und deswegen filme ich das auch. Ich habe ja noch genug Samen davon. Ich denke mal, das ist interessanter zu sehen, oder es war jetzt interessanter zu sehen, wie die Wurzeln sich entwickeln. Und keine Sorge, es wird auch bald wieder Bonsai-Videos geben. So, jetzt aber. Ciao, ciao. Zunächst werden wir jetzt die Kerne waschen müssen und einfach mit Wasser funktioniert das nicht. Und von daher packen wir jetzt erstmal Salz oben drauf. Achso, übrigens, ich habe hier das Ganze in der Schüssel stehen. Und das ist hier ein Sieb. Hier sind also unten Löcher drin, dass Wasser ausfließen kann später. Und gebe mir jetzt hier erstmal Salz drauf. Und wir füllen das Ganze jetzt mit Wasser, bis die Kerne bedeckt sind. Wie gesagt, das Fruchtfleisch von der Okaido ist sehr ja, schleimig. Und die Kerne lassen sich also so wirklich sehr schlecht waschen. Das Ganze mischen wir jetzt miteinander. Jetzt habe ich kein Handtuch hier. Gibt es mal eben Handtuch, Nicole? Nach 24 Stunden haben wir das Ganze jetzt noch einmal kurz durchgewaschen und abtropfen lassen. Das Ganze kommt jetzt auf ein Küchenhandtuch. Und wie schon erwähnt, nach Möglichkeit zwischendurch immer wieder mal umrühren und dabei auch schon die tauben Samen heraussammeln.
Das kann man so zwischendurch mal machen, wenn man Zeit hat. Schön verteilen großflächig. Das Ganze werden wir jetzt erstmal an der Luft trocknen lassen.